Es ist nicht zu fassen. Ist das lustig? Ja, ich muss tatsächlich mal lachen. Es gibt Leute im journalistischen Bereich, die halten sich nicht an den Pressekodex, die verleumden andere Menschen, die leben von unseren Geldern, ja. Und die feiern sich damit dann auch noch ab auf Plakaten. Das ist wirklich lustig. Also, ich habe schon versucht, ein bisschen mal anzudeuten, welche Zahlen zu hinterfragen sind, was daraus zu schließen ist, was damit zu machen ist. Und die behaupten, die kriegen das nicht hin. Sie glauben, sie stehen irgendwie auf einer höheren Stufe der Evolution, oder weiß der Teufel was? Nee, das ist jetzt wirklich mal ein Hammer. Der RBB wird beliebter. Wird er nicht. Er hat verkackt, und zwar auf voller Linie. Und das hat jeder gemerkt. Wenn ich ganz blöd ist. Sorry. Schönen Tag noch. Das war jetzt wohl gerade etwas zu kurz. Ich habe nicht gesagt, was ich jetzt eigentlich erwarte vom RBB und von anderen Fernsehanstalten und von der Zeit und vom Tagesspiegel und vom Spiegel und von der Taz und wie sie alle heißen, die ganzen lieben netten Blätter, in denen gut bezahlte Journalisten sitzen und im Moment Dinge zusammenschreiben, an die sie wohl selbst nicht so richtig glauben. Ne? Stark verkürzt, nicht informativ, die Zahlen nicht interpretiert, nicht hinterfragt, keine passenden Interviews dazu. Das ist schon alles ganz schön. Mir fehlen die Worte. Denken Sie sich selbst welche. Ein paar Flüche, möglichst welche von den dreckigsten. Wird schon alles passen. Diese Zeitungen gehören allesamt in den Mülleimer. Sie sind ihr Geld nicht wert. Und diese Sendung im Fernsehen auch nicht. Ich bin jetzt seit einer Woche ARD-resistent sozusagen, ja, weil ich gucke da einfach nicht mehr rein. Ich gucke die Nachrichten nicht mehr. Ich mache den Fernseher gar nicht mehr an. Ich laufe morgens noch am Zeitungsständer einmal vorbei, mache dann ein Foto von den Schlagzeilen und in die eine oder andere gucke ich noch mal rein, um mal zu gucken, ob sich inzwischen die Berichterstattung verbessert. Ich will nichts mehr hören von diesem Quatsch, von dem die Karawane der Corona-Leugner setzt sich wieder in Bewegung oder sowas. Oder die Corona-Leugner überschwemmen Berlin oder die müssten bestraft werden oder die gehören ins Lager oder so. Das haben wir alles schon mal gehört, wirklich. In 3 Jahren kommt hier einer gleich vorbei, ja, greift mich und ich werde nicht mehr gesehen, wenn ihr so weitermacht mit eurem Hetzen, mit eurer Hasssprache, mit eurer widerlichen Sprache, die mir Angst macht für diese Gesellschaft. Ihr seid Vorbilder. Und was schreibt ihr da? So ein Mist. Ihr wart selbst vor Ort. Insbesondere gilt das hier für unsere Berliner Zeitung. Ich bin in Berlin. Tagesspiegel, RBB. Ihr müsst euch doch täglich schämen. Ihr wart doch vor Ort. Ihr wisst, wie viele Teilnehmer da waren. Und diese Zahlen, die dort beschrieben wurden, dass die falsch sind, das wisst ihr. Ja? Wie schläft man damit, wenn man sowas berichtet? Wie schläft man damit? Wacht man danach schweißgebadet auf und sagt, was bin ich bloß, ein Lügner? Mir würde das so gehen. Alle ehrenhaften Kollegen haben wahrscheinlich längst das sinkende Schiff verlassen. Die irgendwie was mit Wahrheit am Hut haben. Die nicht einfach nur sagen, Wahrheit ist, was nützt. Das ist ein blöder Spruch überhaupt, ja? Das ist Quatsch. Also, ich versuche die Welt zu begreifen. Ich versuche mir möglichst viele Informationen ranzuziehen. Und da kann es nicht sein, dass man seine Informationen nur bei drittklassigen Leuten holt. Und immer wieder die gleichen. Hypochonder, Nichtfachleute, Leute, die auf ganz anderen Gebieten arbeiten, als die, die man eigentlich befragen müsste. Also was machen sie in diesen Medien? Ja? Und zwischendurch wird immer wieder gehetzt. Hate Speech. Die Corona-Leugner.
Es ist so mies. So ein schlechter Stil. Es ist das Schlechteste, was ich jemals in Deutschland an Journalismus erlebt habe. Bewusst. Ja? Kann sein, dass es zu anderen Zeiten auch schon so einen Mist gegeben hat. Aber diesmal bin ich mittendrin. Ich bin gut informiert. Und jeden Tag wieder aufs Neue sehe ich, wie Menschen verblödet werden. Schämt euch. Schämt euch. Schämt euch jeden Tag. Ja? Werdet nachts schweißgebadet wach und ihr könnt euch nicht mehr im Spiegel sehen. Das garantiere ich euch. Und eure Enkel werden euch zur Rede stellen für diesen Mist, den ihr heute verbockt. Das hatten wir alles schon mal. Das brauchen wir nicht mehr.